Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen St. Kali von Kali, den Ultramapper. Ja, wie ist das hier? Ja, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Die Svenny ist heute am 9.01. mittags von der Arbeit wieder nach Hause gekommen. Dann mache ich am meisten den Computer an, dann gucke ich in Discord. Habe ich Post von lieben Kalle. Es wird ein Map-Update für die St. Kalle kommen. Ja, ich kann euch das vorlesen. Es ist heute im Mod-Up eingereicht worden. Also, zur Info. Habe heute ein Mini-Update von der St. Kalle eingereicht. Da ein neuer Spielstand notwendig ist, kannst du aber auch auf der alten Version weiterspielen, da die Änderungen nicht zwingend spielstandentscheidend sind. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Update wurde heute bei Giants eingereicht. Also 9.01. Giants, gib Gas. Neuer Spielstand notwendig. Versteckte Collies entfernt. Ja. Fensterläden und Tore am Hofhaus eingefärbt. Alter, nein, Kalle. Was du alle so messst, du. Der guckt mal her, der ist eingefärbt jetzt hier. Ne? Schlafträger am Hofhaus überarbeitet. Ich schätze mal, das wird jetzt hier die Parkbank sein, ne? Weil hier sind jetzt zwei Achtungszeichen, ne? Ich denke, das wird das jetzt sein. Wasserträger am Hof überarbeitet. Ich schätze, das ist der da hinten, ne? Diese. So. Hier wird das sein, ne? Geh ich mal stark von aus. Starthof kann nun komplett verkauft werden. Ja? Also das hat der liebe Kalle mir in Discord geschrieben, ne? Ich darf euch das ja halt zeigen. Ne? Aber ich habe mir jetzt überlegt, weißt du was? Ich fange dann neuen Spielstand an, um euch das ja auch so ein bisschen dann zu zeigen, ne? Und habe hier ein bisschen gebaut. Ich habe hier mal so einen Hofladen eingerichtet. Ich habe hier auch so ein Moped reingestellt, aber wenn mir jetzt noch einer sagt, wie der aus den alten Karton da rausgeht, wäre ich schlau. Ne? Ich habe einen komplett neuen Fuhrpark. Wir haben jetzt Bruns, Düngerstreuer, Spritze, so wie immer. Ich habe einen Hyundai-Drescher genommen, den T560i. Die Flugrobber. Ich habe das Geld noch nicht zurückgeschrieben, ne? Schickram, das müssen wir eben noch machen. Flugrobber. Warte, gucken wir gleich. Sämaschine, aber das ist die von Vertex Design, ist sie, glaube ich, ne? Mit Scheibenegge, da kannst du direkt Saat mitmachen. Deswegen habe ich mich für eine 3 Meter entschieden. Unsere Walze. Ja, der Baum guckt da rein, ich habe ihn aber gedreht. Pöttinger Presse, ne? Dann. Tada! habe ich mir hier noch einen Stall hingesetzt. Habe hier mal die alten Hühner weggemacht und hier mir noch einen Stall hingesetzt. Weil ich den einfach cool finde. Und ich finde, das kann man mit als Jungviehstall nutzen oder so. Können wir das mal gucken, wie wir das machen. Hab hier mir einen Tunnel hingesetzt. Da steht im Moment nur der Ballenwagen drinnen, sonst noch nichts. Hab hier Mais Plus Silos hingesetzt, weil wir alles wieder neu machen müssen. Die habe ich direkt hinter den Hof gesetzt. Ich habe halt hier die Hallen mal weggerissen, weggemäht. Hab hier die kleine BGA von Zeto hingesetzt, damit wir so ein bisschen Gehrest und so kriegen. Den Rest habe ich so gelassen. Wir haben den Kramer. Brauchst du heutzutage auf dem Hof, wenn du fortschrittlich bist. Es ist einfach ein... Ich finde dieses Moped einfach genial. Ich habe mir hier dieses Fass besorgt, ne, damit wir die Milch da irgendwann reinkriegen, wenn ich den Automaten ausgepackt kriege. Habe hier zwei Regale hingesetzt. Das eine guckt leider ein bisschen in der Halle. Müssen wir noch ein bisschen verändern. Hier Einstreuer, ne? Weil wir haben ja auch Kühe. Da sind 3. Da sind 10. Mehr haben wir noch nicht. Ich habe mich für einen Hyundai entschieden. 6230R. Den hat der Olli mir, glaube ich, gegeben. Für den habe ich mich entschieden. Zweijachser Kippe, ne? Schippe müssen wir gleich noch wegholen. Mähtechnik, ne? Ich habe mich mal für Kuhn entschieden. Dazu versucht, die John Deere Geräte nachzubauen. Wände, Schwade. Pöttinger Ladewagen, ne, brauchen wir wegen Grassilage und so. Güllefass habe ich wenn Hüß mich entschieden. Miststreuer, ne, wegen Mistforn haben wir den Harvester, glaube ich, ne, oder was ist das?
habe. Ne? Den haben wir. Ich habe mich für den 6920 oder so entschieden. Oder 30. Das weiß ich. 6930 mit Silo-Kling-Futterwagen. Weil der einfach Premium ist und ich da im Moment mitspielen mag. Das ist so das, was wir hier besitzen am Hof. Ja, da kannst du ja nicht mehr gehen. Flächen. Ja, ich hätte gedacht, da ist noch Weizen drauf. Nee, ist abgeerntet. Die 8, die 7, die 13, die 12, die 1, die 2, die 9, die 5 und die 10 und alle Wiesen, ne? Und wir haben hier zwei Flächen Wald. Das ist das, was wir besitzen hier. Wir haben keinen Schafstall, wir haben nicht die Kuhweide, wir haben hier hinten nicht den Schweinestall und was sonst noch alles so ist, das besitzen wir alles nicht. Ja, wir wollen uns hier hocharbeiten. So können wir arbeiten, wir können was ernten, wir können ackern, wir kriegen ein bisschen Strom, ja, ist das ganz sinnvoll, da Baumwolle wollt ihr ja auch nicht haben und ein paar Sojabönkes, ja, Zuckerrüben haben wir noch, ne. Das fand ich war so ganz sinnig. Ne? Wie gesagt, Tiere haben wir nicht viel. 3, 10 müssen wir mal nachlegen. Aber wir müssen erstmal Futtermittel ran organisieren. Das ist gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen auch Stroh. Ne, ich habe diesmal alles angelassen. Fruchtzerstörung, alles an. Ne, hier, das ist aus. Anhängerfülle mit an. Der Rest ist alles wie immer. Habe ich jetzt drinnen gelassen. Bodeninformation für Precision Farming habe ich gekauft. Ne? Ihr kennt es, volles Programm. Ist am Anfang so. So ist jetzt der Hof. Achso, wir können uns den eben von oben angucken. Deswegen bin ich doch hier hingegangen, oder nicht? Wie gesagt, ich habe ein bisschen umgebaut. Nicht viel, ein bisschen. Ich habe hier ein Bienenhäuschen diesmal hingesetzt. Ne? Von wegen Sicherheit. Habe hier halt eine Direktvermarktung jetzt hingesetzt. Weil ich finde, so langsam wird Direktvermarktung für die Landwirtschaft immer mehr ein Thema. Sollten wir den Zaun der Zeit auch mal ein bisschen folgen, ne? Ist meine Meinung. Das habe ich alles so gelassen hier. Ne, das Silo auch. Haben wir hier halt die BGA hingesetzt. Hier habe ich die Mais Plus Silos hingesetzt. Und habe hier halt diese Schöppen weggenommen und den ollen Hühnerstall. Hühner, weiß ich nicht. Ist nicht so mein Ding in LS22 mit Mais Plus, ne? Hab hier den gewölbten Rinderstall hingesetzt, hab halt Bäume noch dazu gesetzt, hab die RTK-Hütte hingesetzt, hier noch eine kleine Halle, dass du noch ein paar Sachen unterstellen kannst. Ja, und hab hier noch so Bäume hingesetzt. Hier ist halt unsere gewölbte Halle. Ich wollte erst einen Schafstall hier noch mit hinsetzen, aber habe ich mich dann erstmal gegen entschieden, weil wir erstmal ja auch die Futtermittel besorgen müssen. Das ist das, was ich jetzt so noch gemacht habe. Ich hoffe, der Kalle verzeiht mir. Aber ich glaube, der ist dann nicht ganz so böse drin. Dann. Das ist das, was ich gemacht habe. Hab hier noch ein paar Sachen hingesetzt. Wie gesagt, das eine Regal müssen wir normal noch abreißen, aber das geht jetzt erstmal am Anfang so. Das ist das, was ich gemacht habe. Wie gesagt, Spielstand. Ist nicht zwingend notwendig, aber ich denke, für den Spielverlauf ist es ganz cool, wenn man einen neuen Spielstand anfängt. Richtig, richtig und wichtig. Ihr seht, wir sind hier kleiner diesmal. Haben auch nur zwei Schlepper. Ich habe mich halt mal wieder für einen anderen Fuhrpark entschieden. Das ist ein bisschen was anderes zu sehen ist. Klar hätte ich noch einen Schlepper mit dazu nehmen können und nur dies und nur das. Ich hoffe, ich habe auch alles gekauft, was wir brauchen. Ne? Ich bin da ja so ein Paddel drin, ne? Ich vergesse immer die Hälfte beim Hof einrichten. Ich habe nämlich gar keinen Steinesammler gekauft, ne? Ja, Asche auf mein Haupt. Diffus ist Flug, Rubber, Scheibenengel, Saattechnik. Malze, Spritze, Düngerstreuer, also Kalk und Dünger, Mischstreuer, Güllefass. Ne, da haben wir alles. Ich habe wieder den Steinesammler vergessen. Wer kennt's nicht bei Sony. So, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ne, wir müssen ja auch hier mal arbeiten. Ne, wir brauchen nämlich Stroh. Unsere Viecher haben nämlich überhaupt kein Stroh im Stall. Ja, und damit wir da jetzt endlich mal loslegen, hüpfen wir in unseren Hyundai. Leider nein, ne? Wir haben auch eine Hyundai-Drescher-App, glaube ich, ne?
glaube wohl. Ich weiß schon, oh ja, könnte vielleicht gehen, wir werden sehen, so Abflug. Wir müssen wirklich jetzt mal anfangen. Ja, da ist natürlich der Weizen wieder abgeerntet, ne? Es ist ja jedes Mal so. Und Chikra. Ich habe meine Fenster hier noch nicht sortiert, ne? Wir wollen außerdem ohne Hut spielen. Ist angenehmer, wenn man sich dran gewöhnt hat. So, habe ich irgendwas vergessen? Nö, 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 habe ich? Ne, dann haben wir alles. Ne, wie gesagt, neuer Spielstand ist notwendig. Wisst ihr Bescheid? Update ist im Mod-Up eingereicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Das hat der Kalle gemerkt, das hat er gemerkt, dies ist gefertigt, das ist fertig. Jetzt haben wir einen Sauerlauf, ne? Ja, also von daher, wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen ranhalten, denn wir brauchen Stroh für unsere Viecher. Das ist ganz wichtig. Und da müssen wir auch sehen, dass wir Futtermittel an Schlüssel kriegen. Wir werden hier viel mehr selber machen diesmal im Projekt. Ist so meine Intention dahinter. Ich brauche einmal den Hut. Ich muss eben gucken, ob die Strohablage an ist. Sie ist auch gleich jetzt wieder. Mach mal den. Ja, ist an. Alles klar. Dann können wir den Hut wieder ausmachen. Ab geht er, der Peter. Ich habe mich fürs Klappschneidwerk entschieden. Ich finde es manchmal bedeutend angenehmer, gerade auf Kleinkarten. Obwohl ich finde, sie ist nicht mehr so klein, die Karte hier. Aber, oh, dann hängst du da nicht erst mit deinem Schneidwerkswagen in der Gegend rum, musst hier gucken und da gucken. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Mit Klappschneidwerk, klar, fährst du da ein bisschen schneller mit. Man könnte auch ein Tempomat reinmachen, ne? Ich versuche schon immer gar nicht ganz aufs Gas zu treten. Aber so ist der Plan. Der ist noch so ein bisschen Hafer. Das Stroh wird zu knapp. Der könnte von ausgehen. Mais Plus ist mit drauf, ne? Das habe ich gemacht. Sind wir, können wir auch. Ah, guck mal, da kannst du einen Runde machen, ne? Okay, muss man sich auch erst dran gewöhnen. Mach mal runter. Guck mal, guck mal. Mit den ganzen neuen modischen Tüterkorngel. Wir werden hier zum High-Teach-Channel. Das geht nicht. Das ist ja gar nicht mehr ich. Ey, das ist cool, ne? Guck mal, mit Engine und allen drum dran. Was ist das hier? Rückfahrkamera und und ey, vorwärts. Schickram, du. Bin nicht aufgepasst. So. Wie gesagt, ne, Map-Update ist im Mod-Hub eingereicht. Ihr wisst Bescheid, ne? Dieses Video. Wann kommt das überhaupt? Bin selber noch. Am Mittwoch? Oh, okay, heute ist Montag, am Mittwoch. Ja, dann wisst ihr es halt ab Mittwoch, ne? Ich hatte leider schon was vorher fertig. Deswegen geht es mir gerade nicht anders. Aber ihr seht es ja am Mittwoch. Es ist heute Montag, habe ich ja gesagt, nur der erste, ne? Wo ich da Informationen gekriegt habe. Ich brauche auf jeden Fall Stroh für meinen Stall. Das ist ganz wichtig. Sonst geht gar nichts. Deswegen jetzt erstmal eben fix dreschen. Und das heißt fix, ne? Wieder ein bisschen dauern. Aber dann kriegen wir das hin. So, liebe Leute, ich sage aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat.
würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.